und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Nach einem Jahr stehe ich wieder hier am Kupferhammer in Pforzheim und möchte euch mitnehmen auf eine Abenteuerreise auf dem Ostweg. Dem Ostweg, dem östlichsten Fernwanderweg des Schwarzwaldvereins, der den Schwarzwald von Pforzheim nach Schaffhausen durchquert. Mit mir auf der Tour ist der Harald vom Kanal Harald Roller, der mich wie letztes Jahr auf dem Mittelweg hier wieder auf die Reise schickt. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen eine Tour-Etappe machen. Das war letztes Jahr ganz klasse. Wetter ist heute ein bisschen durchwachsen, aber ich denke, es wird trotzdem ein schöner Tag. Hallo zusammen, ich freue mich, heute dabei zu sein und wir legen los. Alles klar, los geht's. Es ist mittlerweile 11 Uhr. Wir sind an der Burg Liebenzell angekommen. Ja. Harald sagt, Turm ist leider zu, wird renoviert. Keine Ahnung. Ja. Okay. Aber einen schönen Rastplatz gibt es hier, den zeige ich euch. Und unsere Bilder sind auch schon aufgestellt. Aber eigentlich bin ich der mit weniger Haar. Ja, Harald, nochmal sehr schön, dass du mich heute begleitest. Du bist ja alle drei Fernwanderwege vom Schwarzwaldverein schon gelaufen. Was erwartet mich auf dem Ostweg? Die Frage kommt mir so bekannt vor. Was erwartet dich auf dem Ostweg? Du bist der Westweg schon gelaufen, der Mittelweg bist du schon gelaufen. Auf dem Ostweg erwartet dich weniger Schwarzwald. Du siehst viel Richtung Heckengäu, Richtung Hegau, Landschaft. Du hast jetzt sehr viele Berge zu übersteigen. So, nicht wie beim Westweg, dass du 10.000er hast. Sind, ich glaube, ein Berg mit 940 Meter oder sowas, ich glaube, der höchste Punkt. Aber trotzdem lernst du einen Weg kennen, der sehr vielseitig ist. Abwechslungsreich, ab und zu auch mal ein paar Kilometer, wo du laufen musst, halt Strecke machen kannst, aber wirklich ein gehenswerter, wanderwerter Weg, also wirklich toll. Ich erwarte, dass es wieder wahrscheinlich genauso einsam wird wie letztes Jahr auf dem Mittelweg, wo ich wirklich gar niemanden getroffen habe. Bin gespannt, ob ich hier auf dem Ostweg Wanderer treffe. Also auf meiner Erfahrung, Westweg, relativ viele Leute getroffen, Mittelweg vielleicht 2, 3, Ostweg keinen. Okay, da bin ich mal gespannt. Aber was auch schön ist und was dich mit Sicherheit auch begeistern wird, du wirst einen Teil der Wutachschlucht durchwandern, das Wutachflühen, wie sich es nennt, ist ein ganz anderer Wutachbereich, wie den man so landläufig kennt, aber wirklich ganz toll. Also ich bin echt mal gespannt. Das ist wirklich Terra Incognita da für mich. Also dieser östliche Schwarzwaldteil bin ich eigentlich noch nie irgendwie unterwegs gewesen. Klar, ich war schon mal in der Wutachschlucht drin, aber jetzt das Heckegäu oder ja, der Hegau habe ich auch nur gestreift damals bei meinem Querweg, der bis Singe ging. Und da freue ich mich drauf. Ja. Was auch noch interessant ist, wenn man dann die Schweizer Grenze überschreitet und die letzten paar Kilometer in der Schweiz Richtung Schaffhausen läuft, das ist auch noch ein interessantes Stück, weil hat man überhaupt keine Vorstellung, wie es dort aussieht. Muss ich noch Fränkli wechseln? Glaube ich nicht. Ich habe keine gebraucht. Ja. Ich habe ja alles dabei. Danke. Thank you.
etwa 1 Kilometer hinter Steineck kommt ein Friedhof auf der linken Seite. Der liegt quasi direkt am Weg. Und ihr habt eine öffentliche Wasserquelle, wo man super sein Frischwasser noch nachfüllen kann. Ja, ist sicher so ein bisschen das Highlight des Tages hier. Der Abschnitt durchs Monbachtal, ganz herrlich, ganz malerisch und idyllisch. Muss sagen, es hat nicht viel Wasser. Ich glaube, da war ein Schild, dass bei Hochwasser dieser Weg hier gesperrt ist. Und wenn ich sehe, wie die Bäume da drin liegen, kann ich mir gut vorstellen, warum. Aber im Moment ist kein Problem. Aber man muss aufpassen, die Steine sind feucht und glitschig. Mitten in der Monbachschlucht ist die Rolf-Hamann-Hütte, eine offene Schutzhütte mit Grillstelle. So, Markus. Zum Abschluss. Ja. Ich wünsche dir noch eine schöne Wanderung. Danke. Zum Abschluss des Tages. Das haben wir uns verdient. Das ist wahr. Sag ich doch immer. Ah, herrlich. Ja, war ein schönes Stück heute, muss man echt sagen. Für mich auch ein bisschen anstrengend, obwohl ich glaube jetzt die Strecke war eigentlich jetzt nicht besonders anspruchsvoll, aber Trittsicherheit in der Schlucht auf jeden Fall. Ein guter Schuh. Aber vorher war es... Die Feuchtigkeit war ja, halt ein bisschen genau, das Problem. Es war glitschig jetzt heute. Ja. Aber sonst, so die Etappe, keine herausragende Anforderungen eigentlich an den Wanderer. Aber sehr schön, mit vielen Höhepunkten auch gespickt. Sehr sehenswerte Kapelle, sehr schöne Ruine, tolle Landschaft. Jetzt grünt halt alles, aber ich glaube, dass auch zu anderen Jahreszeiten das richtig schön... Schön, ja. Und jetzt kommen wir hier raus und was haben wir? Ein Biergarten. Das ist doch toll. Zum Wohl. Ich habe gedacht, das ist heute geschlossen. Aber was zur Monbachschlucht? Vielleicht noch ein Hinweis. Die Monbachschlucht hat viele Facetten. Immer abhängig vom Wetter. Wenn du einen Sonnentag hast und es ist Hochsommer, und du erwischst gerade der Mittagszeit, wenn die Sonne senkrecht in das, dann hast du immer solche Lichtstrahlen, wie so wie nennt man das, so Lichteffekte, wo also bestimmte Spots auf den Boden fallen. Das ist faszinierend, also echt toll. Ja, und bei Unwetter, glaube ich, ist das auch gar nicht so ohne. Also wenn es wirklich sehr heftig macht, vielleicht auch gerade windet, man hat gesehen, wie viele Bäume es da umgeschmissen hat, dann sollte man vielleicht oben lang gehen. Also ich konnte an meinem Ostweg konnte ich nicht durchwandern, weil ich schon in der ersten Überquerung wegen dem Hochwasser ausgebremst wurde. Aber es war auf jeden Fall ein Highlight heute, ein Highlight dieses Tages. Ja, wir sind in Bad Liebenzell angekommen. Das eigentliche Ziel der ersten Etappe des Ostwegs. Es ging jetzt eine ganze Weile hier
am Fluss entlang auf so einer Teerstraße. Das war nicht besonders angenehm. Ja, Harald, verabschiede ich hier. Der nimmt jetzt einen Zug heim. Für mich geht es noch ein Stück weiter bis an die eine Hütte, die ich mir ausgesucht habe. Und da melde ich mich dann nachher nochmal. Harald, ich sage vielen Dank fürs Mitkommen. Es war wieder super. Mich echt freut. Hat Spaß gemacht. Ja. Und gerne ja, wieder beim genau, nächsten Mal. Genau, wir kontaktieren einander wieder. Dann machen wir mal was bei mir und im Südschwarzwald. Ich wünsche dir eine schöne Wanderung. Danke. Viel Spaß. Danke. Besseres Wetter. Ja. Wir nehmen, wie es kommt. Genau. Ja. Wir sind auf alles vorbereitet. Also, lass dir gut gehen. Alles und klar. Freue mich, dass ich dabei sein durfte. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss. Ende des ersten Tages auf dem Ostweg. Jetzt fängt es wieder stark an zu regnen. Ich stelle mich hier ein bisschen unter. Ja, vorher hat es jetzt richtig angefangen zu schiffen und ich bin richtig froh, dass ich jetzt hier angekommen bin am Ziel. Die Hütte, das ist die Dachsbauhütte nach Bad Liebenzell. Die ist leider zu. Das ist eine Hütte von den städtischen Waldarbeitern hier, die Gemeinde. Und die Hütte ist zu. Aber sie hat ein kleines Vordach und da werde ich mich heute Abend runterlegen, weil es kommt jetzt ein Gewitter auf, man hört es grummeln und hier unten drunter bin ich, denke ich, sicher. Zelt werde ich nicht aufstellen, brauche ich nicht. Feuer werde ich auch keins machen, das darf man nämlich hier nicht, das ist ausdrücklich hier untersagt. Aber ich habe genügend anderes Zeug dabei, das möchte ich euch gern morgen zeigen. Ja, der Ostweg. Ich möchte ihn wie den Mittelweg im letzten Jahr autark gehen. Das heißt, ich habe mein ganzes Essen für die Reise dabei. Ich rechne etwa 9 Tage, habe für 10 Tage Essen eingepackt. Brauche also nicht einkaufen, muss mich nur mit Wasser versorgen. Natürlich gehe ich ab und zu mal ein Bier trinken oder essen Eis. Aber Nahrungsmittel habe ich alle im Rucksack. Da möchte ich euch morgen zeigen, was ich so alles dabei habe. Heute bin ich wirklich total groggy nach der Tour, nach dem Husarenritt gestern, dem wunderschönen Ausflug mit Hiking Machine und mit Soulboy. Grüße hier nochmal. Ja, jetzt, heute waren es auch wieder 30 Kilometer und jetzt, trotz dass wir erst 20 vor 6 haben, bin ich also richtig groggy. Ich flagge mich jetzt hier unter das Dächle und dann war es das für heute. Ich zeige euch gerade mal noch die Hütte. Ich lade euch ein, mich auch morgen auf der zweiten Etappe des Ostwegs zu begleiten. Ich bin sehr gespannt, was es zu sehen gibt. Die Etappe heute war sehr abwechslungsreich und ich selber kenne die Gegend überhaupt nicht. Insofern bin ich richtig gespannt, was mich morgen erwartet. Bis dann!